Heute ist ja ein besonderer Tag. Genau. Ja. Was haben wir bekommen? Was haben wir gekriegt? Waren die Faschisten denn in unserem Land besiegt? Nach Schrecken ohne Ende, ein Ende noch mit Schrecken. Alte Nazis konnten sich noch viel zu lang verstecken. Nach einem Dutzend Jahre in brauner Barbarei, da war hierzulande der Spuk noch nicht vorbei. Kriegsende mit Kapitulation am 1. Mai. Da gab es nur den Anschein, die Deutschen wären frei. Der 8. Mai wäre Anlass für ein Fest. Wenn sich Faschismus überwinden lässt. Der 8. Mai 45 wird so und so gesehen. Was war dem Land passiert, konnte noch Schlimmeres geschehen, als das, was Volksverbrecher in 12 Jahren verbrochen. Danach hatten sich rechtzeitig zu viele rasch verkrochen. Nach Massenmord im Holocaust und Menschenschlechterei schien der Spuk im Lande endlich zwar vorbei, dass es nun wirklich überstanden sei am 8. Mai. Da hatte es den Anschein, als wären die Deutschen frei. Der 8. Mai wäre Anlass für ein Fest, wenn sich Faschismus überwinden lässt. Nach dem 8. Mai, da sollt der Neuanfang beginnen. Nach Faschistenherrschaft war die Freiheit zu gewinnen. Lang herbeigesehnt begann nun eine neue Zeit. Deutschland hatte sich nicht selbst, man hatte es befreit. Nach SSSA, Gestapo, Nazi-Tyrannei schien es mit dem braunen Spuk nun allemal vorbei. Doch manch altes Parteimitglied blieb unbehelligt frei. Danach noch viele Jahre und manchen 8. Mai. Der 8. Mai wäre Anlass für ein Fest, wenn sich Faschismus überwinden. Manch NSDAP-Mitglied hat es noch zu was gebracht. In Verwaltung, Wirtschaft und Justiz Karriere noch gemacht. Man hat getan, als hätte man von allem nichts gewusst. Man habe keine Wahl gehabt, Befehl heißt ja, du musst. Man sprach sich mit Entschiedenheit und Nachsicht selber frei. Tat so, als war man in der braunen Bande nie dabei und sah nie die Befreiung von der Nazi-Tyrannei. Leider ging der Krieg verloren, 45, 8. Mai. Der 8. Mai wäre Anlass für ein Fest, wenn sich Faschismus überwinden lässt. Immer sehen viele keinen Grund für Schmach und Scham, als ob die Nazi-Herrschaft denn von ganz alleine kam. Man hat Hitler bejubelt, die Partei ließ man gewähren, und manche heute immer noch die braune Zeit verklären. Man sieht sie auf den Straßen, hört wieder ihr Geschrei. Es bedauern, waren sie damals nicht dabei. Wären wir doch seit der Niederlage auch faschistenfrei, dann gäb's zu feiern einen Grund an jedem 8.
8. Mai, der 8. Mai, wär Anlass für ein Fest. Wenn sich verschiebt,